Einen schönen guten Morgen. Ethica Banking wieder für Sie unterwegs, um konkret und transparent Finanzierungsbeispiele von Ethica Banking aufzuzeigen. Wir sind heute zu Gast hier in Bozen bei der Gärtnerei Schulian. Bei mir die Martina Schulian. Guten Morgen, Martina. Guten Morgen. Danke zunächst, dass wir heute bei dir zu Gast sein dürfen. Gerne. Wir sehen heute ein Finanzierungsbeispiel der Linie Förderkonto Sonne. Martina, ich weiß von dir und es ist ja allgemein bekannt, die Gärtnerei Schulian ist nicht nur eine Gärtnerei, sondern ist auch ein Ort der Begegnung, ein Ort, wo ganz viel passiert, wo Ausstellungen veranstaltet werden, wo man sich trifft, wo Märkte stattfinden und so weiter. Wie ist es zu der Philosophie gekommen? Also ich bin in einer Gärtnerei aufgewachsen, sozusagen zwischen Pflanzen, und wollte eigentlich nach der Matura weg und wollte eigentlich mit Gärtnerei nichts zu tun haben. Und bin nach München, habe eine Lehre gemacht als Floristin und dann das Gefühl gehabt, ich möchte noch mehr lernen und dann ein Studium von der Kunstgeschichte angefangen, das in Wien dann fertig gemacht dann, und das hat mir sehr gut gefallen und Kunst war allem so, ja, mein Hobby. Und wie ich dann nach Bozen zurückgekommen bin, die Gärtnerei sozusagen zu übernehmen, weil mein Bruder, der eigentlich der Nachfolger sein hätte sollen, sich für ein Medizinstudium entschieden hat, habe ich gedacht, aber leider unter der Voraussetzung, wenn ich das verbinden kann, also Kunst und Pflanzen. Und das war vor 25 Jahren und seitdem gibt es dann wieder Ausstellungen bei uns oder Lesungen. Und das ist einfach auch für mich wunderschön, wenn man abends sieht, dass der Arbeitsplatz sich verändert und sozusagen zum kulturellen, ja, zum kulturellen Mittelpunkt wird. Glashaus 3 auf den Spuren eines Pioniers, so ist ja der Titel der Dauerausstellung, was da in der Gärtnerei Schulian angesiedelt ist. Wie ist jetzt zu der Idee gekommen, ein Museum über den Gartenbau in Südtirol zu machen und wem ist diese Ausstellung gewidmet? Mein Vater ist einer der letzten lebenden Gärtner, Jahrgang 1922, und das war sein erstes Glashaus im Jahr 1958. Und in meinem Hinterkopf war so die Idee, das war schön, einfach den der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Es hat auch in Südtirol eine große Kultur gegeben, es hat sehr viele Familien gegeben, die einfach hinter dem Gartenbau gestanden sind. Und so ist die Idee entstanden. Es hat leider ich habe nicht gewusst, wie ich das verwirklichen soll. Und dann haben wir eben beim Gespräch, beim Abendessen mit Paul Thüle davon gesprochen. Und er hat gesagt, Paul, das war was Tolles. Du kannst mir gut vorstellen, dass sie da mitarbeiten hat. Was kann sich ein Besucher erwarten? Er kann sich erwarten, dass es, also ich finde es spannend, weil es ist ein Originalglashaus aus den 58, aus den 50er Jahren. Die waren eben im Unterschied zu den heutigen Niederklaren. Also eine Originaleinrichtung. Es geht um die Geschichte des Gartenbaus in Südtirol, fängt im letzten Jahrhundert an, also Anfang 1900. Und es geht vor allen Dingen um die Familien, die hinter dem Gartenbau gestanden sind, die den Gartenbau zu dem gemacht haben, was er jetzt ist, und auch um die wichtigen Gartengeräte, die man damals verwendet hat. Was ist jetzt genau mit der Ethical Banking, also mit dem Ethical Banking Darlehen finanziert worden? Ethical Banking hat uns den Umbau finanziert und gleichzeitig die Ausstellungsgestaltung. Und das alles, was zu einer Ausstellung dazu gehört, die ganze Einrichtung, Schilder, Texte und so weiter. Also ich finde, es ist eine tolle Idee. Kommst vorbei, schau es in Gdesun, da in der Meranerstraße in Bozen, nähe vom Krankenhaus. Ich bedanke mich schon für den Besuch, Martina. Danke, dass wir da sein haben gedurft. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, weiterhin gute Ideen, weil ich finde auch, das ist ganz ein toller Bereich, dass man die Gärtnerei mit Soziales, mit Kultur verbindet. Und dadurch finde ich einfach, mit kleinen Schritten können wir es auch schaffen, die Welt etwas Besseres zu machen. Danke dir. Na, danke auch. Danke.